Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Nach einer längeren Pause sind wir nun wieder regelmäßig mit Horoskopen für euch zurück. Heute schauen wir uns dein Horoskop für den Monat Juni an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden wieder regelmäßige Horoskope hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Mars, dein Herrscher, wird den ganzen Monat über im Zeichen Löwe stehen. Löwe, dein Schwesterfeuerzeichen und das fünfte Sonnenhaus, bringt eine gesellige und verführerische Energie mit sich. Diese Konstellation wird dein Selbstvertrauen erheblich stärken. Außerdem gesellt sich am fünften Tag der Partnerplanet Venus zu Mars in Löwe. Venus wird deine Situation bis zum 9. Oktober mit ihrer glorreichen Präsenz beglücken. Beachte jedoch, dass Venus ab dem 23. Juli eine 44-tägige Rückläufigkeit erleben wird, die dich vor einige Herausforderungen stellen könnte. Insgesamt deutet diese Kombination darauf hin, dass der Juni ein Monat ist, in dem du deine Liebe zum Umgang mit anderen unter Beweis stellen kannst. Ein weiteres wichtiges Ereignis, auf das du achten solltest, ist die Sommersonnenwende am 21. Juni. Da wir in den zweiten kardinalen Quadranten eintreten, die zweite 13-wöchige Periode in der westlichen Astrologie, ist es wichtig, die Aussichten für dein Sternzeichen in dieser Zeit zu betrachten. Die Sonne steht im schnelllebigen Zeichen Zwilling, was deine geistige Geschicklichkeit fördert. Beachte jedoch, dass der Neumond am 18. Juni mit Neptun zusammenstößt, der zusammen mit Saturn das Nachdenken und die Auseinandersetzung mit den Schattenaspekten des Lebens betont. In unserer materialistischen Gesellschaft, in der Fortschritt oft gleichbedeutend mit Glück ist, erinnert dich Saturn in deinem 12. Haus daran, über deine Vergangenheit nachzudenken, aus ihr zu lernen und ein tieferes Verständnis für dich und andere zu entwickeln. Fische, das Zeichen, das von Jupiter regiert wird, beeinflusst die Position von Neptun. Jupiter, der traditionell mit spirituellen Werten in Verbindung gebracht wird, bildet im Laufe des Monats ein Sextil mit Saturn. Dieser harmonische Winkel bringt eine ausgewogene Mischung aus Jupiters energiegeladener und optimistischer Ausstrahlung und Saturns stabilisierender Energie. Das Ergebnis ist ein gutes Gleichgewicht zwischen Risiko und Belohnung. Indem du vergangene Erfahrungen, Kenntnisse und Fähigkeiten schätzt und wertschätzt, kannst du sie an deine aktuellen Umstände anpassen und nachhaltige Fortschritte erzielen. Der Vollmond am vierten Tag deutet darauf hin, dass die Ideen, die du ins Auge gefasst hast, vor Herausforderungen stehen könnten. Wenn du dich nach mehr Spontaneität und einer Pause von deiner gewohnten Routine sehnst, solltest du einen Urlaub buchen oder eine Reise unternehmen. Das wird dich verjüngen und dir neue Energie geben. Am fünften Tag tritt Venus in den Löwen ein und verstärkt die charismatische Energie, die bereits durch Mars im Löwen vorhanden ist. Allerdings gibt es in diesem Monat ein Paradoxon: Saturn und Neptun regen zum Nachdenken an, während Venus und Mars dich dazu drängen, aufgeschlossen und interaktiv zu sein. Ein Gleichgewicht zwischen beiden wird dir gut tun. Am 11. Juni tritt Merkur in den Zwilling ein, was die Kommunikation beschleunigt und die Löwe-Energie weiter verstärkt. Dies ist eine hervorragende Zeit für Selbstdarstellung, Kreativität und den Austausch deiner Ideen mit anderen. Vielleicht zieht es dich zu gesellschaftlichen Veranstaltungen oder du stehst in irgendeiner Form im Mittelpunkt. Wie bereits erwähnt, kann der Neumond am 18. Mai jedoch einige Herausforderungen mit sich bringen, da er mit Neptun zusammenstößt. Dieser Aspekt kann zu Verwirrung, Illusionen oder einem Gefühl des Verlorenseins führen. Es ist wichtig, geerdet zu bleiben und in dieser Zeit keine impulsiven Entscheidungen zu treffen. Tritt einen Schritt zurück, überdenke deine Ziele und vergewissere dich, dass du ein klares Verständnis der Situation hast, bevor du weitermachst.
die Anwesenheit von Saturn in deinem 12. Haus während des gesamten Monats unterstreicht die Notwendigkeit, in dich zu gehen und dich deinen inneren Ängsten und Zweifeln zu stellen. Dies ist eine Zeit der tiefen Reflexion, des spirituellen Wachstums und der Auseinandersetzung mit ungelösten Problemen aus der Vergangenheit. Das mag nicht immer angenehm sein, aber wenn du dich diesen Schattenaspekten stellst, kannst du persönliches Wachstum und Transformation erfahren. Das harmonische Sextil zwischen Jupiter und Saturn sorgt für eine ausgewogene Herangehensweise an deine Unternehmungen. Es verbindet die expansive Energie von Jupiter mit der Sachlichkeit und Disziplin von Saturn. So kannst du einen Mittelweg zwischen Risikobereitschaft und Vorsicht finden und sicherstellen, dass deine Fortschritte nachhaltig und auf deine langfristigen Ziele ausgerichtet sind. Der Vollmond am vierten Tag unterstreicht das Bedürfnis nach Flexibilität und Spontaneität. Wenn du dich festgefahren oder eingeschränkt fühlst, ist dies der perfekte Zeitpunkt, um aus deiner Routine auszubrechen und neue Möglichkeiten zu entdecken. Überlege dir, ob du in den Urlaub fährst, etwas Abenteuerliches ausprobierst oder dich einfach einer kreativen Tätigkeit hingibst, die dir Freude bereitet. Wenn Venus am fünften Tag in den Löwen eintritt, werden dein sozialer Charme und deine Anziehungskraft noch stärker. Dies ist eine günstige Zeit für romantische Beziehungen, Geselligkeit und die Freuden des Lebens. Mach dir dein natürliches Selbstvertrauen und deine Ausstrahlung zu eigen, aber denke daran, sie mit den nachdenklichen Energien von Saturn und Neptun auszugleichen. Der Eintritt von Merkur in den Zwilling am 11. Juni verbessert deine Kommunikationsfähigkeiten und deine geistige Beweglichkeit weiter. Es ist eine großartige Zeit für intellektuelle Beschäftigungen, Lernen und anregende Unterhaltungen. Deine Ideen und Gedanken werden mühelos fließen und du kannst dich mit Klarheit und Überzeugung ausdrücken. Insgesamt bietet der Juni für Widder eine Mischung aus aufgeschlossenen und introspektiven Energien. Lass dich auf deine soziale Seite ein, schließe dich mit anderen zusammen und drücke dich kreativ aus. Vergiss aber nicht, dir Zeit für Selbstreflexion zu nehmen, dich mit inneren Herausforderungen auseinanderzusetzen und sicherzustellen, dass deine Handlungen mit deinen langfristigen Zielen übereinstimmen. Wenn du ein Gleichgewicht zwischen diesen Energien findest, kannst du das Beste aus den Chancen machen, die sich dir bieten, und dich dabei persönlich weiterentwickeln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar. Bis bald!